Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info-Video. Ganz spontan eben noch ein paar Infos reinbekommen. Ihr wisst, dass das Theater bzw. der Ärger sehr, sehr groß ist, weil sich viele darüber beschweren, dass im aktuellen Event die Lootboxen so extrem teuer sind für die einzelnen Skins. Man muss 7 Euro raushauen, um ein Pack öffnen zu können. Problematik dabei ist, meistens hast du zweimal Kronen drin, für die du dann noch irgendwas kaufen kannst und dann vielleicht irgendein Scheiß-Skin, der dich vielleicht nicht interessiert. Was heißt Scheiß-Skin? Die Skins sehen eigentlich alle geil aus, aber vielleicht nicht für die Waffe oder für die Legende, die du unbedingt haben willst. Respawn hat sich diesbezüglich jetzt zu Wort gemeldet, entschuldigt sich, dass die Preise so hoch sind, beziehungsweise, also es soll wohl eher an EA als an Respawn liegen, und sie beteuern und entschuldigen sich, dass sie noch daraus lernen, dass sie gerade wissen, wie es ist, ein Free-to-Play live am Laufen zu halten und so weiter. Es wird eine Neuerung geben. Ihr werdet ab den 20.8., das ist nämlich jetzt die Änderung, das ist zwar preislich nicht gerade der Renner, aber ab 20.8. gibt es 12 verschiedene Skins, die ihr euch per Auswahl, also den Skin, den ihr wahrscheinlich haben wollt, den könnt ihr euch dann per Direktauswahl kaufen. Das heißt, also es sind wirklich nur 12 Skins, es sind nicht alle 24. Also wenn ihr Pech habt, ist vielleicht der Skin eurer Wahl nicht dabei. Ich blende euch mal eine Liste ein und ich kann es gerne für euch so machen. Moment, ich blende die Liste mal ein. Ihr habt vom 20.8. bis 22.8. wahrscheinlich bis 12 Uhr oder 19 Uhr, steht leider noch nicht da, ist im Store der Pathfinder-Skin, der Lifeline, der Wraith, der Watson und der Alternator-Skin. Ab Donnerstag, den 22. Uhrzeit, wie gesagt, ist nicht bekannt, gibt es dann den Gibraltar, Mirage, Bloodhound, 99 und 45 Skin. Und ab Samstag oder Sonntag, dem 25. bis Dienstag, dem 27., wo dann quasi das Event endet, gibt es Peacekeeper, G7, Pathfinder, Lifeline und Wraith. Das heißt, hier doppeln sich leider auch einige Skins. Ihr könnt euch gerne die Liste hier rauskopieren, damit ihr wisst, wann ihr dran seid oder wann vielleicht der Skin eurer Wahl dabei ist. Problematik ist, jeder Skin wird, also da ihr euch den ja aussuchen könnt und nicht per Zufallsgenerator durch ein Pack den Skin bekommen, wird, ihr kennt die Preise aus dem Store, 1800 pro Skin. Das ist immer noch viel Geld. Man muss eben überlegen, 7 Euro für ein Pack, wo vielleicht nur Scheiße drin ist, oder 1800 für den Skin, den ihr unbedingt haben wollt. Wenn ihr Pech habt, ist halt bei den 12 Skins, die da ausgewählt wurden, nicht der Skin dabei, den ihr unbedingt wollt. Wenn ihr möchtet, aber ich werde es trotzdem wahrscheinlich machen, kann ich ja jedes Mal, wenn der Store-Inhalt sich ändert, zur Erinnerung ein Store-Update-Video machen. Da ich nächste Woche Spätschicht habe, weiß ich nicht, kommt es wahrscheinlich erst einen Tag später. Aber ihr habt auf jeden Fall genug Zeit, da ein bisschen rein zu investieren. Ich finde es geil, dass Respawn reagiert, auch wenn ich es heftig finde, dass die Preise trotzdem so hoch bleiben. Man hätte ja auch einfach die Packs von 700 auf 400 oder so reduzieren können. Das wäre noch ein Preis, mit dem wäre ich einverstanden gewesen. Die Packs bleiben trotzdem bei 700. Muss jeder jetzt für sich selber wissen, ob er vielleicht auf diese Lotterie steht oder ob er einfach wartet, bis der Skin seiner Wahl dabei ist. Das war's von mir schon wieder. Ich hoffe, euch wird es nicht zu viel, dass ich in letzter Zeit gerade fast jeden Tag ein, zwei Videos raushaue. Aber wenn Informationen da sind, haue ich sie natürlich gerne so schnell wie möglich raus. Ich freue mich auf den Livestream morgen und noch ein neues Video wird morgen kommen. Schönen Samstag noch, haut rein. Ciao, und lasst natürlich dem Video einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen.